Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Ich will das wirklich nicht weiterspielen. Ich weiß, das kommt. Nehmen wir an, alle von denen sind jetzt in Verzweiflung. Diese Tür ist für Cloud. Wisst ihr, der Tod ist bloß ein Teil des Lebens. Unsere Körper verschwinden vielleicht. Aber das gilt nicht für unsere Seelen. Sie kehren zum Planeten zurück, in den Lebensstrom und werden irgendwann zu neuem Leben. Soll uns das aufmuntern? Die Seele überdauert den Tod. Aber selbst wenn man das weiß, der Abschied fällt schwer. Deshalb nicht so, als wäre es nichts. Das wird der Sache nicht gerecht. Wir alle haben so viel Schmerz und so viel Leid erfahren. Und all das lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen, so sehr wir auch wollen. Aber für unsere Zukunft gilt das nicht. Trauer und Wut können uns große Kraft verleihen. Doch sie verändern uns leider auch. Wahre Stärke ist etwas anderes. Sie ist die Kraft zu vergeben, nach vorn zu schauen, hoffnungsfroh. Sie kommt von innen. Wenn wir nicht nach hinten, sondern nach vorn blicken. Und nur dann können wir stärker als Sephiroth werden. Viel stärker. Bist du fertig? Die Zeit drängt. Los. Zeit, dass der Sephiroth aus seinem Geist gespült wird. Korridor der Abbilder. Der Tempel ist riesig. Und sobald ich meinen Fuß ins Wasser setze, weiß ich, was da kommt. Sektor 7. Es ist nichts. Wie viel Spaß du hattest, Cloud. Gab es ein schönes Feuerwerk? Cloudsprüfung. Aber warum die Tote?
Reaktor war niemand. So viel Leid an jenem Tag. Und alles nur deinetwegen. Biggs? Ist das, was aktuell... Ist das, was du fühlst, überhaupt echt? Was ist passiert? Hör auf, dir was vorzumachen, Cloud. Jetzt sind wir wieder unter der Platte, ne? Schon gerade den Turm gespannt hat. Eine treue Freundin. Und doch hast du keine Träne vergossen. Warum nur? Sephiroth. Verzweiflung. Empörung. Schuldgefühle. Reue. Von all dem verstehst du rein gar nichts. Denn du bist meine willenlose Marionette. Sephiroth. Sehr schön. So ist es gut. Füll dein leeres Herz mit Zorn und mit Wut. Lass sie auflodern und deine Trauer verbrennen. So wie ich es an jenem Tag tat. Cloud. Ich bin anders als Sephiroth. Das wissen wir, Cloud. Gehen wir. Stiege der Wiedergeburt. Der Weg zur schwarzen Materie. Es kann sein, dass diese Folge wieder etwas länger wird. Oder etwas kürzer. Es kommt ganz darauf an, was genau passiert und wie das hier vorangetrieben wird. Aber ich komme definitiv dorthin irgendwie. Kurz und schmerzlos. Übernimm du. Jetzt hab ich hier das Sagen. Mir fehlt mir ein bisschen die Musik. Hier hatte ich doch hier. War das? Im Schirmsturz.
ist irgendwie seltsam ohne Musik. Wen fehlt dir denn jetzt noch eine für Yuffie, ne? Ja, Fuma Shuriken, der sieht cool aus. Hier ist er wieder gut und es ist mehr magische Attacke. Legendärer Wurfstein, der lautlos durch die Luft fegt und böse Dämonen vertreiben soll. Ein Angriff, der dem Gegner TP und MP entzieht, umso effektiver, je mehr ATB verbraucht wird. Kann in der Luft eingesetzt werden und teilt sich eine Stufe mit Verbannung. Maximale Stufe 3. Mit dieser Fertigkeit auf Stufe 3 Gegner treffen. Okay. Und wir müssen aber hier noch was einsetzen. ATB-Ladebonus immer gut. Das ist auch sehr gut. Und dann nehmen wir magische Attacke verstärken. Dann verstärken wir natürlich automatisch alle Attacken. Und wir müssen sie dann eigentlich auch ins Team nehmen. Anstelle von Tifa tatsächlich mal. Gucken wir mal. Ich hoffe, es ist eine Sackgasse. Aber es sieht so aus, als wäre dort sowas wie ein kleiner Boss. Das heißt, wir gehen erst wieder hoch und gehen in den Raum, der da ist. Da müssen wir wahrscheinlich auch gegen was kämpfen. Das ist irgendwie eine ganz seltsame Atmosphäre hier. Ich zähle auf dich. Vorarbeit geleistet. Hab dich gewarnt. Und jetzt lassen wir mal kurz schauen. Purifikation. Achso, okay. Schöner Griff in die Ninja-Schrittkiste. Toben wie das Schau im Sonnensex. Das kann nicht sein. Ninja, Popo. Ganz gut, wenn das gerade mal wirkungslos ist, weil ich das dann stellen kann. Aber es ist auch gleich dann nur auf Stufe 2, oder? Komm schon, Juppie! Jetzt reiß dich mal zusammen! Das tut weh! Die Leine! Hat dich! Wie ist das? Jetzt ist er auch geschockt. Wir setzen hier mal an etwas des Blödsinn. Kato Capriole, ja. Haben wir noch hier Gegenstand. Heilen wir uns einmal. Und jetzt setzen wir es ein, bevor es zu spät ist. Cetra Armschutz. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Es hat Yuffie zumindest einen Teil gegeben. Naja, gut. Valkyrenreif. Stattdessen gibt es jetzt den Cetra-Armschutz noch. Das ist ein voller. 96, 42, 42. Da muss ich jetzt echt mal gucken, wem ich den denn geben könnte. Die hat nämlich mit dem Valkyrenreif schon 6,6. 6,6 ist voll. Okay. Hat ein Slot weniger. Hat nicht verbunden. Slot.
Barrett könnte... Nochmal zwei Slots dazu kriegen, genau. Oh, da habe ich ja welche noch nicht ausgestattet, der muss gleich. Ingam bei den. Mal kurz gucken. Okay, ich habe nichts mehr, was noch mehr Slots hat, sondern nur genauso viele. Dafür aber zumindest verbundene, wenn ich den Weltenbaum nehme. Weltenbaum, habe ich gesagt. Ich darf wieder gucken, was ich da wieder rausgenommen habe. Okay, dann gehen wir erstmal auf Materia. Cloud braucht noch eine, kann vielmehr noch eine nehmen. Brauchen tut er die nicht. Wir könnten hier jetzt mit einem FP-Booster arbeiten. Und dann einfach... eine von den... Stärken. Gut, das bringt uns jetzt hier nicht so wirklich viel. Sie ist echt nicht gut aufgestiegen, ne? Wir können hier den TP-Boost einmal mit der Abwehr tauschen. So, ich habe bei Abeth... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt verloren habe dadurch. MP-Boost, MP-Boost, TP-Boost, ATB-Boost... Schutzengel? Ne, hat sie noch. Angriffszauber brauche ich nicht. Versiegelung ist alles Blödsinn. Dass sie mal hier so Auto Waffenfertigkeit oder wo ist es? Auto. Wo ist denn das? Autowaffenfertigkeit hier. Geht nämlich, glaube ich, nicht spezial, sondern Waffen, mein Freund. ATB-Kooperation, TP-Busgeschwindigkeit und dann darf sie das gleiche einmal bekommen. Barrett hat Erstschlag im BTB. Der darf dann auch Autospezial und Autowaffenfertigkeit benutzen. Damit er auch mal im Kampf nützlich ist. Dann geht's auch schon weiter. Dann jetzt zu dem... Ich denke, es war ein Drache. Die durch die Musik erzeugte Stimmung ist irgendwie bedrückend. Jetzt nicht im Sinne von gefährlich, sondern... klemmend, wenn man so möchte. Was bist du denn? Moos Adamantalmann. Immer so frei. Ein imposanter Pflanzenfresser, der im Tempel des alten Volkes anzutreffen ist. Er lebt schon immer im Einklang mit dem Volk der Zetra und kann ein überaus hohes Alter erreichen. Ein sanftmütiger Zeitgenosse, der auf der Tempelplünderer schlecht zu sprechen ist. Machst sie schockanfällig, indem du die elementaren Schwächen nutzt oder die ungeschützten Stellen mit mächtigen Fertigkeiten angreifst, deren sie Konterpanzer einsetzt. Wenn sie schockanfällig ist, feuert sie keine Geschosse ab. Ja! Zeig, was du kannst! Ja! Sicher! Ist das verraten? Neuer Versuch! Nicht Gegenstände. Liga-Trank? Jetzt gehen wir mal auf. Die kann nämlich hier den Barrierendurchbruch machen. Das bringt gar nichts. Hey, du bist lass mich mal. Übernimm du. Damit hat sie wieder eine neue gezaubert. Nimm ihn 1, 2, 3, Juppies, kommt herbei!
dann mal Flammen hier zu. Direkt die Barriere wieder wegmachen. Geht noch nicht, weil es noch nicht durch ist. Jetzt ist sie durch. Das bringt gar nichts. Nimm das! Jetzt werden die Geschosse hier aber... langsam ein bisschen nervig. Dann machen wir mal eine Kugelfraktion. Und Fähigkeit gemeistert, ist gut. Ich übernehme. Nimm das! Der Feind ist geschwächt. Das war's! Geh in die wahre Offensive, Mann. Das ist ja schön und gut, dass... Barrett ihn dann provoziert hatte, aber er hat ihn offensichtlich nicht überlebt. Und dann gibt es hier nochmal ein Ende mit Schrecken. Ja, zu spät. Es ist vorbei! Kleine Show gefällig? Ach komm. Dann mach ich kaputt. Hey, geht's noch? Hört's auf! Auf die Tür! Wie mal erledigt. Dann kann ich jetzt. Moment, erst einmal. Heilen wir mal die Guten alle. Und dann packen wir uns wieder tiefer rein. Ich mag Yuffies Kampfstil zwar auch, aber tiefer soll diejenige welche sein, die wir dabei haben. Oh, ich habe sie automatisch wieder drin. Wie ist das denn jetzt wieder passiert? Ach, ich habe keine Ahnung. Ausrüstung. Wie ist denn die Ausrüstung bei ihm gewesen jetzt mit dem... Was sollte ich denn da überhaupt machen? Je geringer die verbliebene Videos, desto höher die erhaltenen Schaden bei wenig verbleibende TP. Also ja, gut. Da werde ich nicht mehr zukommen, das sind noch zu vervollständigen. Da geht's lang. Hoch, weil da ja noch eine Kiste war. Die hatte ich ja schon gesehen. Und Elixier, okay. Okay, da geht's an die frische Luft. Das ist die Erklärung, was die schwarze Materie macht, nehme ich an. Womit? Wenn Opa das bloß sehen könnte. Ja, Meteor? Ja, Meteor hieß das, ne?
Überwinder der Ewigkeit, die ihr hier vor uns steht. Die Zeit von uns Zetra neigt sich langsam, aber sicher ihrem Ende zu. Schon bald werden wir den Planeten an Jäger übergeben müssen, die sein Erbe mit Füßen treten. Die Menschen. Gegen die Plage, die sich vom Himmel auf uns senkte, zogen wir siegreich ins Felde. Doch das war erst der Anfang. Denn die Menschen, sie fürchteten uns. Und mehr noch, beneideten sie uns. Warum? War auch das eine weitere List der Plage? Wir wissen es nicht. Doch das Schicksal hatte uns den Rücken gekehrt. Uns ward alles genommen. Bis auf unsere Wut und eine nicht enden wollende Trauer. Jetzt harren wir nur noch unserem Untergang. Nicht übertreiben. Ich leg los. Brennen. Okay. Und jetzt geht's los. Ja. 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 Jetzt mach das. Ja. Na, ich seh schon. Rechtschaffende Force regelt dann alles weg, aber mal so easy peasy. Echt stark gegen geschockte Gegner. Nehme ich jetzt noch in die Welt rein und. Nein. Vor langer Zeit wurden die nördlichen Lande verwundet. Und jene, die den Planeten heilen wollten, trafen dort auf die Plage. Die Plage wandelte ihre Gestalt, trug die Gesichter toter Geliebter. Sie streute ihre Saat aus. Genova. In uns und den Menschen. Wir bekämpften sie auf der Seite des Planeten. Unzählige von uns kehrten zu ihm zurück. Doch die Plage tat dies nicht. Sie blieb den Planeten fern, hielt schweigend den Atem an. Später gab man ihr einen Namen. Er lautete Genova. Ihr, die ihr sie nicht erseht, hütet euch vor. Verionion, denn die Saat der Plage keimt und wächst zu einem unheilvollen Ganzen. Nimm das! Phoenix, zeig, was du kannst! Man kann hier... Ja! Meine Fresse! Ziemlich schwach! Schlossenklasse! Alles geht!
Ist das mein Ende? Das wird wohl nicht sein. Wir sollen ihn schlapp machen. Und tschüss! Das war's! Phoenix! Das Problem ist, von denen, die ich jetzt dabei habe, halt keiner Barriere-Durchbruch, ne? Nichts überstürzt. Überlass das mir! Zack! Ja! Ja! Übertreiben. Ich kann das Bird. Jetzt erst recht. Einfach mal stirbt, ne? Du bist ja jetzt wirklich kein besonderer Gegner. Das Spiel ist aus. Was? Wieder zu spät mit seinem Ende mit Schrecken, aber er kann einmal den Folger machen. So, eng, aber erledigt. Erinnerung als große Unglück. Und da ich ahne, was als nächstes vielleicht auf uns zukommt, soll dann hier an dieser Stelle wieder Schluss sein mit der aktuellen Folge. Ich kaufe nur noch mal eben, was wir hier so kriegen können und setze mich auf die Bank. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin. Euer Stöffel.